Gut, ein sehr weiser Geist hat mal gesagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das ist der Zauber des Neubeginns, der Zauber des Anfangs, des Aufbruches. Und in dem Moment, wenn wir etwas mit einem, im Zen heißt es Anfängergeist, tun, dann tun wir es so, als ob wir es noch nie vorher getan haben. Wir tun es aus einer Bewusstseinshaltung heraus, die keine Vergangenheit kennt, die keine Geschichte kennt, die es nicht abgleicht mit das, was wir mal getan haben. Und das ist das Bewusstsein des Anfangs, das Bewusstsein des Neubeginns. Das ist ein ganz frisches, waches Bewusstsein, was alles einfach nur so wahrnimmt, wie es gerade ist, ohne es mit etwas Vergangenem abzugleichen. Und diese Frische, diese Neugier und auch diese Kindlichkeit, ne? Bei Kindern sieht man es, sie haben das Sandspielzeug das erste Mal in der Hand, das erste Mal eine Sandburg bauen, das erste Mal Schnee, das erste Mal Berge, See, Natur. Da sind die Augen noch so ungeprägt und unvoreingenommen von Vergangenheit, von dem Mindfilter, durch den wir auf die Welt blicken. Und in dieses Bewusstsein gilt es zurückzukehren. Das Bewusstsein des Anfangs, was keine Vergangenheit kennt und alles, was es tut, wie das erste Mal tut. Und da ist ein ganz großer Zauber drin, den wir wieder als Erwachsene zu entdecken haben, entdecken dürfen.